Abstrakter Expressionismus. Zwei der drei teuersten Gemälde aller Zeiten stammen aus dieser Kunstgattung. Zusammen sind sie heute 326 Millionen Dollar wert. Jackson Pollock und Willem de Kooning sind die Künstler. Eine der bekanntesten Galerien New Yorks verkauft 15 Jahre lang Bilder dieser und anderer Maler. Alles vom Feinsten. Aber die Bilder sind falsch. Es ist der größte Fall von Kunstfälschung des neuen Jahrhunderts.